Ja gut, heute Nacht hat es ordentlich angefangen zu regnen, wie schon die letzten Tage überall in der Bundesrepublik. Und es hat dazu geführt, dass uns die Baugrube langsam vollgeregnet ist. Also das Ergebnis sieht man ja jetzt hier. Und ja, jetzt hoffen wir, dass das Wetter sich bessert, so wie es angesagt ist, so dass wir in den nächsten Tagen warten, dass die Baugrube wieder leer läuft und dann können wir weiterarbeiten. Das ist schwer abzuschätzen, aber es steht jetzt etwa einen halben Meter hoch. Also von daher wollen wir mal rechnen. Jetzt sind wir ganz froh, dass wir die Entscheidung getroffen haben, das Gebäude eben aus dem Erdreich herauszuheben, auf eine Warft aufzustellen, damit wir eben mit dem Hochwasser, mit dem hohen Stand des Grundwassers hier auch gut umgehen können. Und wenn sich das jetzt so bewahrheitet und es nicht weiter regnet, dann zeigt sich das auch, dass die Bodenplatte weiter trocken liegen wird. Also wenn es jetzt aufklart, wenn es so bleibt, vielleicht eine Woche. Ja, spannend ist, dass wir hier jetzt einen Schaden haben, der tatsächlich nur ein monetärer Schaden ist. In anderen Teilen der Republik sieht es einfach anders und dramatischer aus. Also hier muss man sagen, es ist nicht gut, aber es ist auch nicht dramatisch. Ja, Sie sehen, die Arbeiten sind wieder in vollem Gange. Nach 5 Tagen Stillstand durch das hohe Wasser, das jetzt wieder abgeflossen ist, läuft die Baustelle wieder. Jetzt im Nachhinein muss man sagen, waren das 5 Tage Stillstand, vielleicht ein 6-stelliger Betrag, der uns verloren geht an Zeit und Geld. Aber dadurch, dass wir eine Versicherung haben, auch die Baumaßnahme komplett abgesichert ist, wird sich das Ganze in Grenzen halten. So schnell wie das Wasser gekommen ist, so schnell ist es auch wieder abgeflossen. Und das ist ein gutes Zeichen, denn der Untergrund ist so durchlässig, dass das Wasser, was reinkommt, auch wieder gut abfließen kann.